Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im Arena-Modus in der ersten Saison unterwegs und zwar mit der Nürnberg auf Stufe 5 Deutscher Kreuzer. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, was wir bei den Modulenverbesserungen und Kapitänskillung nutzen. Wir nutzen einmal Zielsystem, Mod 1, dann das Steuergetriebe, Mod 2 und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Karl von Müller mit der Basisfähigkeit Tüchtig und geskillt haben wir einmal Lodernde Flammen, Pyromane, Durchstoßen, Fixiert, als legendären Skill die Nachfüllstation und bei den Inspirationen einmal den Nikolai Kuznetsov und den Francesco Mimbelli. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Meerenge. Mit dabei haben wir hier den Wonping Only mit der Bayern. Und ja, habt ihr schon gesehen, zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer. Das Matchmaking ist ja gespiegelt immer, also man hat immer dieselben Klassen bei jedem Team, um das ausgeglichen zu haben. Und mit der Nürnberg ist es auf jeden Fall angenehm gegen mehrere Schlachtschiffe. Gerade dadurch, dass man hier wirklich eine gute HE auch hat, sehr effektiv, gute Feuerrate, gute Brandchance. Da kann man halt auch gegen Entfernung, gegen Schlachtschiffe was machen. Und man hat natürlich auch eine starke AP, falls wir dort irgendwie in den Nahkampf oder auf mittlere Reichweite gegen Kreuzer ran müssen. Auf jeden Fall ein schönes Schiff. Und ja, wir werden natürlich nach vorne fahren. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas spotten können. So, da haben wir schon mal die California entdeckt. Schießen wir direkt mal einmal drauf. Das ist noch die feindliche Queen Elizabeth. Wir werden hier aber auch direkt logischerweise beschossen. Versuchen ein bisschen Feuer auf uns zu ziehen. Passieren jetzt hier auch direkt einen Brand. Nutzer Schadensbegrenzungsteam. So, nutzen jetzt hier auch mal den Katapultjäger, um hoffentlich vielleicht das rechte Schlachtschiff, da ist es auch schon, aufzuklären, falls es schießt. Und ja, Brand haben wir jetzt hier auf die California bekommen, hat auch das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Jetzt würde ich natürlich gerne den permanenten Brand haben, damit wir auch ein bisschen Schaden hier machen. Gleichzeitig versuchen wir immer so ein bisschen mit der Geschwindigkeit zu spielen und ein bisschen mit den Ruder, um wirklich es den Gegnern schwierig zu machen, zu treffen. Gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Brände bei der California gemacht. Autsch, das tat jetzt hier schon doch ein bisschen weh. Von der Queen Elizabeth eine schöne Salve kassiert. Hat auch direkt das eine Feuer gelöscht. Da hoffe ich natürlich, dass wir ihn hier auch mit einem permanenten Brand bestrafen können. Ah, ist jetzt hier leider zugegangen. Kommen wir dann noch irgendwie auf die California. Müssen halt ein bisschen aufpassen, hier die Queen Elizabeth. Die könnte uns dort Problem werden, falls die Interesse an uns findet und auf uns schießt. Jedenfalls 45.000 Schaden schon erreicht, was natürlich schon nicht übel ist. Oh, California ist jetzt hier auch fast draußen. Auch ein Brand, sehr schön. Und das erste Blut geholt. Queen Elizabeth ist wahrscheinlich mit der anderen Seite beschäftigt. Schaut aber auch ein bisschen abwesend aus. Ich weiß es nicht. Gucken, ob er sich gleich bewegt. Er guckt auch konzentriert in die andere Richtung. Ja, er ist da. Er ist da. Ist wohl konzentriert auf der anderen Seite beschäftigt. Hat auch hier direkt das Schadensbegrenzungsteam genutzt bei einem Brand.
gucken wir mal, ob wir dort auch das Feuer bekommen. Sehr schön. Mit unserer Kapitänskillung, wo wir natürlich auch mit beiden Skills auf die Brandwahrscheinlichkeit gegangen sind. Dort macht sich das auf jeden Fall hier bezahlt. Außerdem natürlich noch mit der Nachfischstation und mit dem Belly die Nachladezeit reduziert. Das funktioniert schon sehr gut. Das pinke Team nimmt leider aber schon das Cap ein, aber unser Schlachtschiff sollte dort eigentlich das Ganze blockieren können. Unser Mitspieler. So, Queen Elizabeth fährt in unsere Richtung. Wir wollen jetzt hier mal versuchen, in die Kite-Position zu gehen. Schießt aber zum Glück auch mit HE, selbst wenn er uns dort trifft. Na, immerhin unser Ruder rausgehauen. Da müssen wir natürlich wieder Schadensbegrenzungsteam nutzen. Cap in der Mitte ist mittlerweile blockiert und wenn wir jetzt hier die Queen Elizabeth rausnehmen, dann können wir dort hoffentlich auch ein bisschen supporten. Der nächsten Salve sollte rausgehen. 100.000 Schaden mittlerweile auch schon geknackt. Na, hat er noch überlebt? Kann jetzt sogar noch einmal schießen. Jetzt ist er draußen. Brandstifter. 19 Leben hat er noch gehabt. Das gibt's ja nicht. So, da haben wir die Graf Spee. Gucken wir mal, ob wir da ein paar Resets draufkriegen. Die hat wahrscheinlich den ganzen App-Fortschritt. Hat sie auf jeden Fall sogar. Andere Schlachtschiff ist nämlich oben. Einen Reset haben wir schon mal bekommen. Da haben wir nochmal zwei. Sehr schön. Damit ist das Cap auf jeden Fall erstmal wieder sicher. Gut gemacht auch noch von unserem Schlachtschiff hier, dass er dort blockiert hat. Das war wichtig. Versuchen die ganze Zeit hier noch ein bisschen über die Insel zu schießen. Und da ist noch ein Schlachtschiff, das gibt's doch nicht. Wieder von einem anderen Team. Okay, dann müssen wir uns da wohl wieder drum kümmern. Ich glaube, er dreht sich auch schon für uns in die Richtung. Oh, und da ist auch noch ein Kreuzer. Eieieiei. Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, dass ich hier zugehen kann, aber dadurch, dass der Kreuzer dort ist, das Schlachtschiff jetzt doch auch zu nah dran gewesen ist, müssen wir hier den Fight eingehen. 16.000 Leben gegen zwei volle Spieler des roten Teams. Leider der One Thing jetzt hier auch schon rausgegangen. Hauen unsere Torpedos raus, haben zwar nur 6 Kilometer Reichweite, aber wenn die Pensacola so gierig uns hinterherfährt, wer weiß. Mal aufpassen, hier kommen Inseln. Wird auf jeden Fall ein sehr hartes Gefecht. Das rote Team hat natürlich hier klar den Vorteil. Alle drei Schiffe. Wir haben leider den One Ping schon verloren. Und die Torpedos reichen die. Komm, 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 komm. Yes. Sehr nice. Damit konnten wir jetzt hier die Pensacola rausnehmen. Uns den dritten Kill sichern. Aber jetzt leider die Graf Spee jetzt unsere Bayern rausgetoppt. Bitter. Damit sind wir jetzt alleine hier. Und ja. Volle Queen und drüben wurde jetzt auch noch die Graf Spee rausgenommen. Vernichter gibt es jetzt hier 60.000 Brandschaden insgesamt. Schon 150.000 Schaden komplett. So, nutzen jetzt hier unseren Katapultjäger und ich versuche jetzt hier auf jeden Fall weiterhin ein bisschen zu kiten. Gegebenenfalls können wir rechts auch die Insel nutzen und unseren Katapultjäger als Spotting benutzen. Weil dann sind wir sozusagen getarnt und das Schlachtschiff ist halt durch unser Flugzeug aufgedeckt. Und wir können, ohne dass er was machen kann, auf ihn schießen. Deswegen bremsen wir jetzt hier an der Stelle. Wollten jetzt gleich zugehen, sind wir schon zu. Leider hält unser Flugzeug halt nur noch 20 Sekunden. Aber die 20 Sekunden nutzen wir hier auf jeden Fall. Das war natürlich jetzt machtlos. Durch unser Flugzeug aufgeklärt und durch die Insel mehr oder weniger ungetarnt.
Weiß schon gar nicht, wo er seine Türme hinmachen soll. So, aber unser Flugzeug ist weg, deswegen müssen wir jetzt selber wieder spotten mit unserem Schiff. Deswegen kiten wir jetzt hier wieder. Sollten aber die Queen Elizabeth rausnehmen können. Wenn er uns jetzt hier nicht mit einer Salve massiv trifft. Nochmal einen schönen Brand hier gemacht. Ein bisschen ausweichen hier, sehr schön. Hat nochmal das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Noch einen permanenten Brand oder einen Brand und der ist permanent und damit geht er raus. Sehr schön, da haben wir den Brand. Gleichzeitig haben wir jetzt hier auch schon die 200.000 Schaden geknackt, noch einen Brand gemacht. Sehr, sehr schön. Und damit ist die Queen Elizabeth draußen. 209.000 Schaden haben wir noch gemacht. 4 Kills. Ich hoffe einfach, dass das feindliche Schlachtschiff, was jetzt noch am Leben ist, was übrigens in Arcap drin ist, dass das nicht mehr viel Leben hat. Leider Gottes haben wir jetzt keinen Katapultjäger mehr. Die Katapultjäger wurden ja in diesem Update erst abgeändert. Sonst haben diese ja noch länger gehalten sozusagen. Dann könnten wir das jetzt nochmal gegen das feindliche Schlachtschiff nutzen. Dann hätten wir den Katapultjäger für das Spotting, könnten die Insel hier direkt links nutzen beim Cap. Aber dadurch, dass die Katapultjäger abgeschwächt wurden von der Länge her in diesem Update, können wir es halt leider nicht machen und wir müssen jetzt sozusagen selber spotten. Und wir beten einfach, dass das feindliche Schlachtschiff New Mexico auch 3 Kills gemacht, also 3 Kills. Da hat er ja hoffentlich ordentlich gefightet und hat kaum noch Leben. Müssen ihn auf jeden Fall jetzt hier resetten. Stimmt da rechts irgendwo. Da haben wir ihn. Die New Mexico ist hier noch komplett voll. Okay, wir kriegen auf jeden Fall jetzt hier die Resets raus, das ist gut. Und ich würde sagen, wir werden jetzt wieder, wir haben halt keine andere Wahl, wir werden jetzt in die Kite-Position wieder gehen und versuchen jetzt die New Mexico noch zu kiten, aber das wird auf jeden Fall schwer. Das wird schwer. Mit dem Katapultjäger werden wir jetzt hier perfekt aufgehoben, da ist er wieder. Wir drehen jetzt raus. Schießt mit den Frontgeschützen. Oh, das gibt's ja nicht. Perfekte Streuung gehabt und hat uns hier per vernichtenden Schlag rausgehauen. Schade, schade. Dennoch eine nette Runde, auch wenn es am Ende eine Niederlage wurde. Ich sag mal, Siegen an sich ist in diesem Modus für mich persönlich zumindest keine Priorität. Hauptsache, man hat effektiv Punkte gemacht bei dem Basis-EP und ja, wir haben 10.000 Erfahrungen für diese Runde bekommen. Wäre es natürlich ein Sieg gewesen, wäre es nochmal mehr gewesen. Aber 10.000 für eine Niederlage ist natürlich auch nicht verkehrt. 213.000 Schaden mit 362 Zieltreffern, 2 Torpedotreffer, 4 Schiffe zerstört, 21 Brände, 2 Wassereinbrüche, 7-mal das Cap verteidigt, Vernichter, 2-mal Brandstifter, erstes Blut, vernichtender Schlag und Großkaliber gab's. Schauen uns auch nochmal schnell das Teamergebnis an. Immerhin für eine Niederlage fast 3.500 Basis-EP. Das ist natürlich super. Für einen Sieg hätte es ja nochmal 30% mehr gegeben. Da wären wir da dicke über 4.000 gewesen. Das war auf jeden Fall eine nette Runde hier. Wirklich gute Streuung hat die New Mexico gemacht. Hat dort auch eine gute Runde gespielt. Hat auch 4 Kills gemacht. Da ärgere ich mich natürlich, dass er wirklich da die perfekte Streuung am Ende noch bekommt. Direkt nur mit den Frontgeschützen. Es war halt nicht mal seine Heckgeschütze. Aber ja, da kann man nichts machen. Wenn man als Kreuzer keine Deckung hat, dann kann es einfach mal schnell zu Ende sein. Das ist halt so. Dementsprechend ist es umso wichtiger, die Deckung zu nutzen. Aber wir hatten halt keine Möglichkeit, ihn aufzuklären und Deckung zu nutzen, weil wir halt das letzte Schiff waren. Aber es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, das Gefecht. Schauen uns natürlich auch mal den Wirtschaftszweig an. 357.000 Kreditpunkte Profit gemacht und dann gab es noch einiges an Erfahrung. Und das soll's auch für das Video gewesen sein mit der Nürnberg in der ersten Arena-Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.